Alter, was geht ab, Leute? Hunger. Ich weiß gar nicht, was das hier ist. Es ist keine Neuigkeit, es ist keine Reaction. Es ist einfach nur eine Tragödie, würde ich mal sagen. Ich habe gestern ein Video hochgeladen, da habe ich auf einen Artikel reagiert. Und zwar war das Thema: Ist Pokémon Go Zeitverschwendung? Verschiedene Antworten, verschiedene Meinungen. Könnt ihr gerne nochmal abchecken und eure Meinung hinterlassen. Ob es jetzt Zeitverschwendung ist oder nicht, bleibt jedem selbst überlassen. Aber stellt euch mal vor, die Zeit, die ihr in dieses Spiel investiert, ist verschwendet. Nicht, weil es Zeitverschwendung ist, sondern weil jemand euren Account gehackt hat und alle Pokémon, alle Items, alles einfach weggeschmissen hat, vertauscht hat und alles, die ganze Zeit, die ganze Mühe, die ihr jetzt die Jahre aufgebaut habt, ist einfach in einer Nacht weg. Ihr wacht auf, loggt euch ein. Das ist so auch eine der ersten Sachen, die ich in der Früh mache. Check ich, gehe ich rein ins Spiel, check Glücksfreunde und so, mach ein paar Geschenke auf, fange meine Homespawns und sowas. Und stellt euch vor, ihr geht rein und habt kein Pokémon mehr im Beutel. Keine Items mehr, alles weggeschmissen, was man halt wegschmeißen kann und so weiter und so fort. Und ja, anscheinend ist das einem hier auf Twitter passiert. Ich bin nicht so aktiv auf Twitter und ich kenne den Kollegen leider auch gar nicht. Und das soll jetzt auch keine Hilfeaktion für den Kollegen sein, weil keine Ahnung, ob das irgendwas bringen würde. Also klar, wenn wir jetzt dadurch irgendwie Aufmerksamkeit auf das Thema lenken können. Und Niantic das sieht und dann doch irgendwie was machen kann. Auch wenn wir da nicht wirklich Mitspracherecht haben. Der Kollege heißt Metal, Leute. Trainer der 40x2. Und folgt mir übrigens auf Twitter. Grüße gehen raus. Und da ist David, so wie ich das hier erkennen kann. Auf jeden Fall gehen wir mal die Story durch. Das ist eine sehr interessante Story. Das ist einfach nur krank. Stellt euch das vor. Was würdet ihr machen? Darum geht das Video. Weil, wie gesagt, das soll keine Hilfeaktion sein, weil wir können nichts machen. Aber stellt euch vor. Was würde ich machen, wenn mein Account einfach leer wäre? Ganze Sammlung weg. Die 100er Mewtwo. Shiny 100er Mewtwo weg. Meine ganzen Shiny Luckys, die ich jetzt die letzte Zeit gesammelt habe. Ich meine, das Einzige, was übrig bleibt, sind die Arenen, Alter. Leidend. Das wäre echt. Ich lache gerade, aber das ist ja mega, mega leidend. Einfach der Albtraum. Das Schlimmste, was einem passieren kann. Abgesehen davon, dass man halt komplett gesperrt ist. Aber wenn man komplett gesperrt ist, geblockt wird, gebannt wird, dann ist es eigentlich seine eigene Schuld, aber das ist offensichtlich nicht seine eigene Schuld. Auf jeden Fall hat er geschrieben: Yo, irgendjemand hat sich über Nacht in meinen Account gehackt oder irgendwo in meine Daten geklaut. Account Sharing ist natürlich ein Thema, wenn man seinen Account irgendjemand gibt zum Tauschen für Glücksfreunde oder sowas oder irgendwelchen Leuten in der Stadt. Die haben dann krasse Sachen mitfangen, 100 oder sowas, falls eins gespawnt ist. Und dann schreiben irgendwelche Leute: Yo, hey, fährst du dahin, kannst du für mich einen mitfangen und sowas. Da muss man immer, immer extrem vorsichtig sein und wirklich nur den Leuten vertrauen, dem man vertrauen kann. Aber das weiß man nie so davor. Vielleicht ist man mit irgendjemandem cool und dann streitet man sich und dann ist man doch nicht mehr cool und so weiter und so fort. Auch lustige Geschichten im Internet gelesen bezüglich irgendwelcher Pärchen, die sich dann gestritten haben und dann haben die aus Rache alles weggeschmissen und so weiter. Sehr, sehr gefährlich immer. Aber anscheinend hat er niemandem seine Daten gegeben. Es gibt auch Fälle, wo Leute berichtet haben. Das gibt es auch bei anderen Spielen. Man loggt sich einfach ein und durch einen Fehler landet man in einem falschen Account. Das hatte ich einmal bei irgendeinem Random-Spiel, ganz, ganz früher. Ich logge mich ein und ganz normal einloggen, bla bla, hat alles gut funktioniert. Aber das war nicht der Account von mir. Habe mich ausgeloggt und dann nochmal eingeloggt und dann war es doch der richtige Account. Also kann auch passieren, habe ich auch schon Berichte gehört. Auf jeden Fall, ich denke, jetzt ist es an der richtigen Zeit, Pokémon Go zu quitten. Meine Frage an euch: Würdet ihr aufhören, wenn euch das passieren würde? Ich meine, ich kann nicht einfach so aufhören, weil der Channel läuft immer noch. Aber wäre schon brutal. Klar, für mich wäre es natürlich auch krasses Videomaterial, wieder von vorne anzufangen und da das Ganze mitzuverfolgen und das nochmal aufzubauen. Das würde wahrscheinlich auch viele interessieren und mitreißen. Aber für einen Normalspieler alles zu verlieren, nochmal oder weiter zu spielen, ist schon heftig. Auf jeden Fall ist es dieser Kerl, TH Musti 101. Und das Mysteriöse ist jetzt Detective Conan Musik. Also, die Kasseler nennen sich TH. Grüße gehen raus an die Kasseler. Team Hoden, nehme ich mal. Und 101 ist, glaube ich, auch irgend so ein Clan-Tag. Sprich, der Kerl, dieser Musti, hat sich zwei Fake-Clan-Tags gemacht. Weil offensichtlich gehört er nicht zu den Kasselern. Und alle Pokémon, die er sich ertauscht hat, also die er dem Account getauscht hat und die guten Sachen rübergetauscht hat, die hat er auch gelöscht, damit er den Ort nicht sieht, von wo die Pokémon kommen. Oder von wo der Typ kommt, mit dem er getauscht hat. Also der seinen Account gehackt hat sozusagen. Also schon ein Kleinkrimineller. Auch noch hier extra mit den Tags Verwirrung stiften und irgendwelche Leute anstiften und so gegeneinander aufbringen.
Weil, ich meine, wenn man, ihr, euch sagt das halt nichts, dieses TH oder so, oder 101, aber auch, wenn man auf Twitter unterwegs ist, die Aktiven, man kennt die Kassler und sowas, also muss es ja auch einer sein auf, von Twitter, der davon Bescheid weiß, also muss ja eigentlich auch einer von Twitter sein, der das weiß und mit Absicht halt diese Tags verwendet hat. Und auch hier, er hat direkt danach ein Geschenk von Nosh, auch mit diesem 101 geöffnet, um wahrscheinlich falsche Spuren zu legen und die Schuld irgendwie in seine Richtung zu lenken. 100er Gamaidon wurde weggetauscht, 100er Leta King verschickt, 96er Shiny Despoter verschickt, 96er Shiny Rayquaza verschickt, ein offenbar schillerndes Shiggy getauscht und 2 Millionen Sternstab ausgegeben. Was sonst noch so gemacht wurde, ich habe keine Ahnung. Pokémon waren alle Level 40, Despoter hatte sogar eine zweite Ladeattacke. Das hat mir jegliche Motivation an Pokémon Go genommen. 96er und 293er Metagross sind auch weg. Finde immer mehr. 96er Mewtwo Level 40 weg. Ich habe ein paar Sachen gerade durchgelesen. Echt verrückte Sache. Gehen wir dem Ganzen mal ein bisschen nach. Werde nichts Glück erstattet kriegen. Wir können da nichts tun. Mimimi. Doch könnt ihr. Wollt ihr nur mit Niantic? Konversation mit. Achso, mit Niantic? Kranker Shit, Mann. Er schreibt jetzt hier, also er hat ein bisschen mit dem Support rumgeschrieben, dies, das, aber offensichtlich ist da nicht viel bei rumgekommen. Wie es mit Raids und Team Go Rocket ist, kein Plan. Jetzt sind ja so ziemlich alle meine meta-relevanten Pokémon weg. I don't know, wie ich die jemals free to play wiederkriegen soll. Ja. Und nochmal Geld rein. Zahlen, ja. Ist man auch nicht so motiviert dafür, so begeistert. Hab mir überlegt, was ich jetzt aus der ganzen Geschichte machen soll. Ich werde erstmal etwas pausieren mit Pokémon Go und irgendwann wieder casual anfangen, ja. Dann werde ich mal schauen, wie viel Spaß ich noch am Spiel habe. Leiden. Ich wünschte, ich könnte dem Kollegen jetzt aufmunternde, inspirierende Worte weiterreichen, aber habe ich auch nicht, Mann. Ist halt mega leiden. Das Einzige, was man echt tun könnte, wäre, ich meine, das kann man doch eigentlich herausfinden, wo eingeloggt wurde und dann da ein bisschen Detective Conan Arbeit leisten. Also nicht von ihm aus, aber Niantic muss doch sehen, wo wann eingeloggt wurde oder nicht. Ich weiß nicht, wie viele Daten die haben, aber ich glaube, die haben mehr Daten, als wir denen zutrauen. Die werden doch sicherlich sehen, yo, dort wurde um diese Zeit da eingeloggt in den Account und dann dort vor seiner Tür auftauchen. Ich meine echt keine Ahnung, Mann. Schreibt unten in die Kommentare gerne, was ihr da machen würdet. Würdet ihr weiterspielen? Würde das eure Motivation komplett zerstören? Ich kann es halt nicht sagen, weil ich habe natürlich noch den Channel und Channel muss weitergehen. Aber das würde mich natürlich auch abnormal hart treffen. Vor allem bin natürlich auch sehr froh und sehr stolz. Klar, ich habe die Momente noch im Kopf und auf Video, aber trotzdem, das sind natürlich auch kleine Trophäen. Und wenn die alle weg wären, vor allem dieses Jahr, gönnt ihr euch dann am Ende des Jahres Top-Highlights von 2019. Aber ja, das wäre einfach zerschmettern, würde ich sagen. Das Einzige, was man wahrscheinlich sagen kann, ist, passt auf, wenn ihr mir eure Daten gebt. Und sonst, wie gesagt, checkt das Video mit der Zeitverschwendung. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Liken, subscriben, kommentieren. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.